Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu Rise of the Tomb Raider zur nächsten Folge. Wir wollen keine Zeit verlieren, wir machen einfach strikt da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Nämlich mit der Schatzsuche und da quiekt irgendwas die ganze Zeit in mein Ohr. Was ist denn das? Sind das die... Die Rehe, ne? Was ist mit denen? Kann ich eigentlich... Nur mal so... Oh nein, das ist verletzt. Nun... Wir mussten es erlösen. Das Quieken war zu hart. So, wir nehmen hier das Tierfell mit. Ja, das war schon brutal. Gebe ich zu. Fast schon barbarisch. Tut mir leid. So ist das nun mal im Überleben. Das ist halt der Survival-Mode. Sorry. Werde ich versuchen zu vermeiden in Zukunft, wenn es irgendwie geht. Aber das Tier hat einfach mir jetzt gerade leid getan. Das war das, was wir vorhin... Was ist das denn? Vorhin angeschossen hatten. Magnesiterz. Stellen Sie aus Magnesiterz spezielle Schrotflintenmunition und Sprengladungen her. Komm, hau ab. Ja, Mann. Magnesiterz haben wir bekommen. Und da bekommen wir sehr wahrscheinlich auch nicht auf. Absperrbarrieren. Nutzen Sie Waffen oder Sprengladungen, um Absperrbarrieren zu zerstören. Es ärgert mich übrigens immer jetzt umso mehr, weil wir jetzt hier... Warum ist es gerade so dunkel? Es ärgert mich gerade umso mehr, dass wir hier jetzt vorhin in sie... Regnet es gerade oder was? Oder schneit es? Es ist so grisselig. Seht ihr das? Das rosa Licht ist weg. Hat sich irgendwas verändert? Was wollte ich sagen? Die Absperr... Ach. Ja, auf Bäume klettern, das weiß ich. Da ist das rosa Licht. Okay, sie hat einfach nur das, dieses Knicklicht weggeworfen. So, hier sind wir jetzt. War hier noch irgendwas zu holen? Da hinten waren noch Münzen. Komm, die holen wir noch. Sehr wahrscheinlich da oben. Ja. Hier. Das ist noch Münzverstecke. Ah, es ärgert mich, dass wir das eine Wandgemälde nicht mehr gefunden hatten. Weil wir einfach zu schnell waren, würde ich mal sagen. So, hier ist zwar noch ein Dokument angezeigt, das finden wir aber nicht. Vielleicht finden wir das später. In die Höhlen kommen wir noch nicht rein. In die Höhle werden wir sehr wahrscheinlich auch nicht reinkommen. Wir können es mal probieren. Die müsste jetzt genau hinter uns sein. Oder? Ist das so? Nee. Die ist da hinten. Aber es ist schade. Aber gut, was willst du machen? So, da ist die Höhle. Okay. Oh ja. Oh ja. Hier kommt tatsächlich rein. Ist das so schlau, was wir hier tun? Alter, oh, guck dir diese riesigen Dornen an. Hier kann man noch Magnesiterz mitholen. Das ist natürlich sehr gut. Und hier liegt noch... Oh, ein toter Krieger, von dem erhalten wir... Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf, und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe... Oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Also, wir haben hier jetzt, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, zwei Parteien. Wir haben einmal eine russische Partei, der Jäger, und wir haben die mongolische Partei, die beide wohl Jagd auf den Propheten machen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und aber auf ihre Art und Weise. Also irgendwie gab es da zwei Völker, die hinter dem Propheten her waren. Und wir erhalten immer wieder kleine Hinweise darüber. Übrigens, sowas finde ich sehr cool, wenn sie sich so duckt und man die Kamera fährt so nah ran. Das finde ich richtig geil, muss ich ehrlich sagen. So, hoffentlich wirft sie das Knicklicht jetzt nicht wieder weg. Da oben ist noch ein Nest, das habe ich übersehen. Es ist so grisselig, seht ihr das? Soll das einen Schneesturm simulieren oder was? Ja, guck, sie wirft das Ding wieder weg. Das ist scheiße, jetzt kommen wir nicht dran. Doch. Nochmal zwei Federn. Was ist das? Okay,
Okay, also ich glaube, sie guckt da. Was ist da oben? Warum guckt die in den Himmel? Ist die bekloppt? So, wir müssen auf jeden Fall kommen. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir müssen da hoch. Wir wissen ja, dass wir nochmal zurückkommen. So. Tiefschnee. Schnee verlangsamt die Bewegung und behindert einige Aktionen. Okay. Nicht so schlimm. Alter, warum ist das Licht so rötlich? Was ist das? Was ist das? Es kommt von da hinten. Ist das ein Leuchtsignal? Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Sie geht auf jeden Fall in Deckung. Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen Ruinen. Bereit machen für Befehle. Oh oh. Alter. La 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 la. Lauf, 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 lauf. Fuck, 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 fuck. Ah, das ist wahrscheinlich gemeint mit dem Tiefschnee. Nahkampf, hier immer schön auf die Fresse. Lauf, 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 lauf. Scheiße, ah, fuck, 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 fuck. Oh, ekelhaft. Oh, hallo Quicktime-Events, ausweichen, drücken Sie im, drücken Sie Kreis im Nahkampf. Okay, nochmal von vorne. Wieder daneben. Oh, voll ins Gesicht. Oh, ist das ekelhaft. Diesmal schaffen wir es. Ist echt schon so warm. Boah, Alter. Wow. Oh, Scheiße. Auf den Arm. Alter, wir haben gerade diese Hacke dem voll ins Gehirn gerammt und der lebt immer noch. Oh, Flashback. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Interessant. Also wir erfahren schon früh, relativ früh aus ihrer Kindheit Details über ihren Vater, der damals schon hinter dem Propheten her war. Echos der Vergangenheit. Sammeln Sie Ressourcen und heilen Sie Verletzungen. Heilende Ressourcen, sammeln Sie Kräuter und Stoff. Stoff, um heilende Salben herzustellen. Ist hier hinter uns irgendwas? Da können wir auf jeden Fall nochmal zurück. Okay. Der war schon wirklich ganz früh, als Lara noch ein Kind war, hinter diesem Propheten her. Die Blutung stellen. Okay, dann nimm mit. Ich brauche einen Verband. Ja, die Frage ist, wo kriegst du das her, Mädchen? Hier, guck mal. Hier ist ein Feuerlöcher! Und ein Benzinkanister. Okay, nochmal Bären. Ich habe das Gefühl, dass der Bär immer noch hinter uns her ist. Was ist das? Alter. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was ist der Trinity da unten? Das sind wohl Verbände oder Fälle oder irgendwas. All eins halten, um zu heilen. Okay, jetzt sind wir wieder geheilt. Sehr gut. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Das ist wohl wahr. Ausgefeilte Pläne. Finden Sie einen Weg, den Bären zu besiegen. Okay, wir müssen also wieder zurück. Wir wurden jetzt ganz still und heimlich darauf hingewiesen, dass da irgendwelche Maschinerien aus dem Kalten Krieg noch zur Verfügung sind. Guck mal, da hinten ist... Oder da auch die Fahne sind Symbole aus der UdSSR. Und wir wissen, wir müssen den Bären besiegen. Gott, das ist was. Ah, das ist ein Truck. Guck mal, das habe ich gar nicht erkannt eben. Voll cool. Und wir müssen auf jeden Fall den Bären irgendwie platt machen. Der ist da immer noch da oben. Und Alter, wenn ich die wäre, wenn ich Lara wäre, ich würde doch da jetzt nicht wieder hoch.
Diese Pilze sind Fliegenpilze. Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Ja, mach. Habe ich vorhin auch schon ein paar gesehen. Finden Sie Pilze für das Giftpfeil-Upgrade? Okay. Ja, das ist schon eine gute Idee. Was war hier? Da war er. Ah, guck mal, da können wir hochkrabbeln. Sind wir da eben runtergefallen? Ich weiß das gar nicht mehr. So, hier komm, lass die. Ah, guck mal. Hier können wir auf jeden Fall hoch. War das hier eingezeichnet in der Karte? Nö, ne? War es nicht. Oh, ich mag irgendwie diese Pickaxen und diese Klettereinheiten. Kletterpartien fand ich sehr, sehr cool. Ist da irgendwas Nützliches drin? Ja, da ist was Nützliches drin. Bergungsgut. Mit Bergungsgut können Sie in Lagern Waffen verbessern und zerstörerische Handobjekte herstellen. Aha. Ja, hat nicht jeder von uns ein Handobjekt. So. Ah, seht ihr? Da können wir runterrutschen. Und der Bär ist hier immer noch irgendwo. Und wir müssen jetzt Fliegenpilze finden. Ich habe immer noch das Gefühl, also ich habe irgendwie das Gefühl, der Bär ist noch hier irgendwo, ne? So. Alter, ich denke, ich erschrecke jedes Mal, wenn dieser Baumstamm, es sieht aus, als wie so ein aufrecht stehender Bär, hier in die Höhle. Ah, da waren die Fliegenpilze, sehr gut. Haben wir alle gefunden? Sollte ich noch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Gut. Dann werden wir das auch tun. Lass uns zurück ins Camp reisen. Die Frage ist natürlich, kommen wir da an, ohne vom Bär überrascht zu werden? Guck mal die Spuren. Guck mal die Spuren. Ist der hier irgendwo? Ich kann nichts erkennen. Lass uns mal hier rüberspringen. Da irgendwo, ist da irgendwo was? Da. Ist er das da hinten? Nee, das ist was anderes. Okay, ich sehe schon wieder Gespenster. War nur ein Baumstamm. Geh mal ganz galant. Schnell zurück ins Camp. Vorher holen wir uns aber noch die Federn mit. Zack. Die armen Vögel hier. Die geben sich so viel Mühe mit ihren Nestern und wir schießen sie einfach runter. So, zurück im Camp. Oh, da waren noch Pilze. 4 Pilze sogar. Cool. Dann wollen wir mal. Giftpfeile. Nutzen Sie Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. Dann wollen wir das mal tun. Munition. Geräuschlos? Nein, wir brauchen Giftpfeile. Pfeile, die beim Einschlag eine Giftwolke freisetzen. Falls die Todeswolkenpfeile-Fähigkeit bekannt ist, werden bei der Herstellung des verbesserten Typs produziert. Dann wollen wir mal. So, wir haben ja von der Todes irgendwas gelesen. Da wollen wir mal kurz noch gucken in den Fähigkeiten, ob wir die als Jäger freischalten können. Pfeile wiederfinden, Atemkontrolle, Plünderer, tierische Instinkte. Ne, es wird wohl irgendwas sowas sein. Eisenhaut oder hier. Brandbomben, Leichtfuß, eifriger Lerner. Auge fürs Detail. Finden Sie mit Überlebensinstinkte leichte Herausforderungsobjekte. Jo, das nehmen wir. Für sowas bin ich immer zu haben. Auge für Details. Sehr gut. Waffen. Was haben wir hier an Waffen? Da ist irgendwas. Ah, wir können die Kletteraxt sehr wahrscheinlich upgraden. Umwickelter Griff. Aha. Nö, lassen wir mal. Wir sparen mal ein bisschen Muni. Oh, gut, Schnellreise ist nicht interessant für uns. Muss mich ausruhen. Ja, leg dich mal ein bisschen hin. So kalt. Schlafen wir mal ein bisschen. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Eieiei, die Lara wusste damals... Eieiei, die Lara wusste damals also schon Bescheid. Was ist das?
Na los, wir haben sie! Lauf weiter! Los! Alter, was ein Schwein, ey. Schnappt sie euch! Nein, unser Camp. Lautloser Kill, Tarnung. Nutzen Sie das Gebüsch, um nicht entdeckt zu werden. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Ausschalten. Roger, okay. Aber Sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das Vermisste erst... Alter, lautloser Kill. Trophäe erhalten, einseitige Konversation. Wie geil ist das denn? Raffen und weg. Durchsuchen Sie leicht von drei drohenden Feinden nach Ressourcen. Was ist mit dem? Hat der nichts dabei? Nee. Schließen Sie Herausforderungen ab, um EP und Credits zu verdienen. Okay, doch. Zwei Leichen haben wir geplündert. Hier bekommen wir noch ein paar Pfeile. Sehr schön. 10 Stück. 18 Stück. Okay. Schleichen oder kämpfen Sie sich an den Trinity-Soldaten vorbei? Wo sind die denn? Siehst du da irgendwo welche? Shit. Da ist einer. Macht Meldung. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Die haben wir ihnen folgen. Verdammt. Da guck mal noch ein paar Bären. Okay. Das war eine Falle. Die sind noch da draußen. Brinker hat's erwischt. Jemand wird ihn runterschneiden müssen. Ist das nur einer gerade oder ist da noch irgendwo jemand? Den können wir uns vielleicht schnappen. Na, der läuft da rum. Wenn der die gleiche Route nimmt, dann können wir uns ihn schnappen von hier oben. Komm schon. Wenn das Kind jetzt, hat die das Knicklicht an. Ah, er macht die gleiche Runde. Sehr gut. Alter. Ist da noch irgendwo jemand? Voll. Herausforderung abgeschlossen. Raffen und weg. 2000 Credits. Credits erhält man durch Erkundungen. Verwenden Sie Credits, um im Shop Kartenpacks zu kaufen. Oh, da hinten ist noch einer zu kaufen. Aber ich wollte mir noch kurz, bevor wir weiterspielen... Wollte ich mir noch die Leiche angucken, ob wir von der irgendwas machen können. Nee, können wir leider nicht. Können wir die irgendwie freischneiden? Kommen wir da... Ja, da kommt man... Irgendwie kommt man hoch. Von da hinten. Oder da. Stopp. Was macht sie denn? Nee, komme ich doch nicht hoch. Das ist knicklig, das verrät uns doch. Kann man den jetzt runterschneiden? Nee, funktioniert leider nicht. Schade. Oh. Da ist jemand. Der hat jetzt gerade den Kollegen entdeckt da unten, oder? Jo. Oh, da, scheiße, da ist noch einer. Sieht er uns? Fuck. Nichts. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt.
Sieht er uns? Oder ist er ist der blöd? Nö, der sieht uns gar nicht. Wir müssen... Da. Oh! Okay. Fuck. Scheiße, warum sehen die uns? Fuck, ey. Okay, ich heile mich jetzt mal nicht, weil... A, ist die Folge gleich rum. Und B, möchte ich das... Ja, möchte ich das Ganze lautlos angehen? Schade. Wäre zu schön gewesen. Guck mal, wie die rutscht. Wäre zu schön gewesen, Grabbelohnungen. Lesen Sie den uralten Kodex, wenn Sie optionale Gräber abschließen, um besondere Fähigkeiten zu erlernen. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, beenden wir hier an dieser Stelle die Folge. Wir schleichen uns das nächste Mal oder kämpfen uns je nachdem an den Soldaten vorbei zur Höhle. Da müssen wir hin. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Macht's gut, bis dahin. Euer Pulsar. Bis morgen. Bis morgen? Oder bis nächste Woche? Keine Ahnung. Bis dann. Tschüss.